Warum richtet der VDE eine E-Mobility-Konferenz aus? Die VDE E-Mobility-Konferenz findet jetzt zum zweiten Male statt und bietet der gesamten Elektromobilitätsbranche eine Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen. Der Fokus liegt dabei auf den entscheidenden Fragen für den Hochlauf der Elektromobilität und der Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands. Welche Fragen werden auf der E-Mobility-Konferenz diskutiert? Wir werden uns natürlich die E-Mobilität wieder in Gänze anschauen. Angefangen von der Fahrzeugseite, mit der Komponentenseite bis über die Ladeinfrastruktur hin zum Stromnetz. Und dort werden wir über die verschiedenen Sessions natürlich explizite, tolle Speaker haben, die uns die E-Mobilität in Gänze und die Zukunft der Mobilität näher bringen. Welche Ziele verfolgt der VDE mit der E-Mobility-Conference? Die Aufgaben des VDE sind vielfältig. Über die wissenschaftlichen Anforderungen, die Normung und die Prüfung von Produkten und Systemen hat der VDE vielfältige Aufgaben. Auf der E-Mobility-Conference wollen wir alles das zusammenbringen und der VDE als eine der größten Technologieplattformen Europas bildet hier eine wunderbare, neutrale Plattform für den Wissensaustausch und die Vernetzung. Wie wurde das Programm zusammengestellt und worauf wurde geachtet? Seien Sie dabei bei der neuen Leitveranstaltung der deutschen Automobil- und Elektroindustrie. Im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, die VDE E-Mobility-Konferenz ist der Branchentreff für die Mobilität der Zukunft. Werden Sie Teil, wenn sich OEMs, Lieferanten, Hersteller, Netzbetreiber, Stadtplaner und Vertreter von Kommunen vernetzen und die Weichen stellen für mehr Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Transformation im Verkehr. Gemeinsam für eine nachhaltige Mobilität. Welche Rolle hat der VDE? Das entscheidende Wort ist, glaube ich, gemeinsam. Der VDE mit seinem Netzwerk unterstreicht, dass Elektromobilität ein gemeinschaftliches Engagement verschiedener Branchen erfordert, darunter die Automobilwirtschaft, Anbieter von Batterien und Ladeinfrastrukturen, sowohl die Energiewirtschaft als auch Stromnetzbetreiber. Und gemeinsam auch im Netzwerk des VDEs haben wir große Fortschritte erzielt, was sich in den steigenden Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen und einer wachsenden Zahl an Ladepunkten in Deutschland und in Europa widerspiegelt. Und genau dieses starke Engagement unterstreicht die Bedeutung einer nachhaltigen und gleichzeitig wirtschaftlichen Form der modernen Mobilität mit batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen. Entscheidend ist, glaube ich, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten, müssen wir uns mit Nachdruck für die Erreichung unserer ambitionierten Ziele einsetzen und die Unterstützung der Politik auch sicherstellen. Die Elektromobilität ist ein kollektives Vorhaben, das von der Zusammenarbeit verschiedener Branchen und der politischen Unterstützung abhängt. Wer tritt im Rahmen der Conference als Speaker auf? Auch dieses Jahr haben wir wieder hervorragende Vortragende. Einmal Daniela Kluckert, Staatssekretärin aus dem BMDV. Wir haben Martin Hofmann als Leiter HR und Digitalisierung, den Joachim Fetzer von Marelli als CTO und viele weitere hochrangige Speaker und Speakerinnen. Was unterscheidet die VDE E-Mobility Conference von anderen Events? Die VDE E-Mobility Conference soll helfen, das Thema Elektromobilität weiter auszubauen. Ziel ist es, hier branchenübergreifend zusammenzukommen und Lösungen zu erarbeiten. Als neutrale Plattform bietet die VDE E-Mobility Conference den optimalen Rahmen und kann so Impulse für das Thema Elektromobilität setzen. Im Fokus stehen daher der Wissensaustausch, das Fachwissen, um ein gemeinsames Verständnis für das Thema E-Mobilität zu finden und konkrete Lösungen in den Fokus zu nehmen. Gleichzeitig sollen aber auch bestehende Hürden überwunden werden, um das Thema weiter voranzubringen. Elektromobilität ist eines der zentralen Themen unserer Zeit. Deswegen seien Sie dabei auf der E-Mobility Conference, um nachhaltige Impulse für eine ideale Zukunft zu setzen. Ein wichtiges Thema der Conference ist die Auswirkung der Elektromobilität auf den aktuellen und zukünftigen Arbeitsmarkt. Welche Rolle hat der VDE? Eine entscheidende. Mit ihren Innovationen trägt die Elektro- und Digitalindustrie, die wir mit repräsentieren, maßgeblich dazu bei, Energie effizienter zu nutzen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren und eine nachhaltige Zukunft, ein Leitsatz des VDEs zu schaffen. Über alle Sektoren hinweg, also Industrie, Wärme, Verkehr, bietet die Branche Lösungen für eine nachhaltige, sozusagen All-Electric Society. Gleiches gilt für das E-Handwerk. Klimarelevante Tätigkeiten wie
die Installation von Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge, der Einbau einer Wärmepumpe, einer PV-Anlage oder auch die Verknüpfung dieser Elemente mit einem intelligenten Energiemanagement machen einen immer größer werdenden Teil des elektrohandwerklichen Schaffens und Leistungsportfolio aus. Gleichzeitig wächst mit der Fülle an zusätzlichen Aufgaben auch der Fachkräftebedarf, sowohl universitär als auch im Handwerk. Digitalisierung, Energiewende, Elektromobilität, künstliche Intelligenz, diese wichtigen, fakultativ übergreifenden Entwicklungen werden vom VDE nicht nur in rein technischer Sicht vertreten, sondern auch im Hinblick auf die Bildung oder Weiterbildung parallel zum Beruf. Berufsfragen und die Bedeutung von technischen Entwicklungen für uns alle.